Guten Tag, mein Name ist Ernst Walter Henrich. Ich habe eine Frage an Sie. Wenn Sie durch eine einfache Veränderung in Ihrem eigenen Leben das Leben für nahezu alle Lebewesen auf diesem Planeten nachhaltig verbessern könnten, würden Sie es tun? Wenn ich Ihnen beweisen kann, dass Sie auf ganz einfache Art und Weise maßgeblich dazu beitragen können, den Hunger auf der Welt zu lindern, die Zerstörung der Umwelt und die Klimakatastrophe aufzuhalten, millionenfaches Leiden und Sterben zu verhindern und nicht zuletzt Ihre eigene Gesundheit zu verbessern, wären Sie dabei? Wussten Sie, dass die Industrie zur Produktion von Tierprodukten der größte Zerstörer unseres Klimas ist? Eine Studie des renommierten World Watch Institutes konnte schlüssig nachweisen, dass die Tierindustrie für mindestens 51% der klimaschädlichen Treibhausgase verantwortlich ist. Das ist mehr als der gesamte Straßen-, Wasser- und Luftverkehr zusammengenommen. Der steigende Fleisch- und Milchkonsum führt zu einem gigantischen Bedarf an Weideflächen und Anbauflächen für Futtermittel. Dafür wird immer neuer Regenwald brandgerodet und aus einem komplexen Biosystem wird in kurzer Zeit totes, unfruchtbares Land. Mit anderen Worten, ohne eine Ernährungsumstellung der Menschheit wird der Klimawandel nicht aufzuhalten sein. Ihre Mahlzeiten haben eine unvergleichlich größere Auswirkung auf das Klima als Ihr Auto und Ihre Urlaubsreise. Wir leben hier in einer Welt des Überflusses. Dennoch hungern weltweit über 1 Milliarde Menschen, obwohl mehr als genug Nahrungsmittel vorhanden wären. Die an Tiere verfütterte pflanzliche Nahrung würde ausreichen, um zur bestehenden Weltbevölkerung von 6,7 Milliarden Menschen noch zusätzlich weitere 8 Milliarden zu ernähren. Trotzdem sterben in den Dritte-Welt-Ländern täglich ca. 43.000 Kinder an Hunger. Ja, Sie haben richtig verstanden. 43.000 Kinder sterben jeden Tag an den Folgen von Hunger. Die Armen tötet der Mangel, uns hingegen der Überfluss. Die meisten der sogenannten Zivilisationskrankheiten werden insbesondere auf den enormen Verzehr von Nahrungsmitteln tierlichen Ursprungs zurückgeführt. Die Menschen essen sich mit Tierprodukten zu Tode. Fleisch, Fisch und Milch sind voller krankmachender Substanzen, wie zum Beispiel Hormone, Wachstumshormone, gesättigte Fette, Cholesterin, Quecksilber und andere Giftstoffe. Die Tiere leiden am schlimmsten unter der Menschengier nach Fleisch, Fisch, Eiern und Milch. Die Tiere werden dafür gezüchtet, gequält und getötet. Eine Frage: Würden Sie Ihren Hund essen oder Ihre Katze? Warum essen Sie dann ein Schwein oder ein Kalb? Schweine sind mindestens genauso intelligent, wenn nicht sogar intelligenter als Hunde. Warum misst man hier willkürlich mit zweierlei Maßstab? Die Qualen in der Intensivtierhaltung sind hinlänglich bekannt. Tiere in der Nahrungsmittelindustrie werden wie Gegenstände, wie Sachen behandelt. Sie werden künstlich gezüchtet und ihnen wird in ihrem kurzen Leben so gut wie jegliches artgerechte Verhalten genommen. Sei es Sozialverhalten, Bewegungsfreiheit, natürliches Licht oder natürliches Futter. Und nach all den Qualen können sie nur hoffen, dass sie der Bolzenschuss auch wirklich bewusstlos werden lässt. Sonst müssen Sie bei vollem Bewusstsein miterleben und fühlen, wie Sie bei lebendigem Leibe in Schnitzel, Schinken und Steaks zerlegt werden. Allein aus dem Recht des Stärkeren heraus benutzt der Mensch Tiere, wie es ihm beliebt, als Nahrung, Kleidung, Versuchsobjekt oder zur Unterhaltung. Nicht, weil dies echten moralischen Werten entsprechen würde, sondern weil sie ganz einfach die Möglichkeit dazu haben und die Opfer sich nicht wehren können. Eine zwingende Notwendigkeit gibt es nicht, eine moralische Rechtfertigung schon gar nicht. Können Sie wirklich guten Gewissens Tiere oder Tierprodukte essen, wenn dies solch gravierende Auswirkungen für Menschen, für die Umwelt, für das Klima und besonders für das Mitgeschöpf Tier hat?
Dieser Film vermag nicht das gesamte Ausmaß des brutalen Umgangs der Menschen mit den Tieren zu beschreiben. Es ist jetzt endlich an der Zeit, auch Tieren ihre Rechte zuzugestehen. Werden Sie vegan. Es ist ganz einfach. Sie ändern lediglich Gewohnheiten. Es ist die wirksamste Methode, um auf friedfertige Weise den wichtigsten Beitrag für Klima, Umwelt, Tiere, Menschen und die eigene Gesundheit zu leisten.